Sehr geehrter Präsident, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Huch, hier liegt ein Kuli. Na bitte, die FDP lässt erneut die Hosen runter. Keine Idee zu dumpf, kein Argument zu platt, als dass es die FDP nicht für ihren Kreuzzug gegen die Energiewende nutzen wollte. Nachdem sich die Gelben hier schon als Baumkuschler aufspielten, um im Plenum gegen Windräder im Wald zu opponieren, legen sie sich jetzt mit Seehofer ins Bett, um dessen 10-H-Regelung auch in NRW vorzutragen. Und zur Krönung, hat Herr Rasche genau das vorhin angekündigt in der Debatte um die Maut mit den Worten: Die Rache Seehofers steht bevor, aber sie wird hier fehlschlagen. Dabei ist gerade diese 10-H-Regelung längst entlarvt als das, was sie ist, nämlich der erneute Versuch, der Energiewende ein Stöckchen zwischen die Speichen zu schieben. Dieser Antrag wäre uns aber möglicherweise erspart geblieben, hätte die FDP nicht nur die Idee von Seehofer lustig gefunden, sondern auch mal das Ergebnis der Anhörung im Bayerischen Landtag zur Kenntnis genommen. Die Experten dort waren sich insgesamt einig, dass diese Regelung unnütz und kontraproduktiv ist. Die Regelung wurde anschließend als Seehofers Windradbremse bekannt. Aber mal zu den Fakten. Natürlich braucht es eine sinnvolle Abstandsregelung, die Verschattung und Lärm betrachtet. Und natürlich sollten Anwohner von Windrädern nicht höher belastet werden, als wir es anderen Bürgern zumuten. Denn das wäre in der Tat kontraproduktiv für die Energiewende. Aber dazu gibt es bereits Regelungen, und zwar im Windenergieerlass, der sich in Sachen Lärm auf die TR Lärm beruft und ganz diffizil aufführt, wie die Lärmbewertung stattzufinden hat. Und auch der Schattenwurf erfährt eine präzise Bewertung. Einzig ein Gesetz, das diesen Erlass zur Grundlage hat, fehlt nach Ihrer Vorstellung. Ich persönlich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich notwendig ist. Wie Sie in Ihrem Antrag selber andeuten, gibt es sehr individuelle Beschaffenheiten und ein Gesetz ist nur selten in der Lage, auf diese Individualität einzugehen. So stellt sich zum Beispiel die Frage, was dann wohl zum Tragen kommt, wenn ich auf meinem Grundstück ein Windrad direkt hinter mein Haus stellen will. Und während Sie sich hier hinstellen und die Bürgerlobbyisten mimen, stellen Sie sich gleichzeitig hin und pochen darauf, dass Datteln 4 ans Netz gehen muss. Wie Gott kann man sein? Sie verlangen 2 Kilometer für Windräder und wollen, dass die Bürger ein Kohlekraftwerk in 300 Metern tolerieren. Ich sag Ihnen was. Ihre 10-H-Regeln an Datteln 4 angelegt und Sie können die Stadt bis zum Zentrum umsiedeln. Der Neumarkt, der im Zentrum liegt, ist etwa 1750 Meter entfernt von Datteln 4. Vielleicht machen Sie sich mal für diese Bürger stark. Also, insofern Sie dem keine wissenschaftliche Erkenntnisse entgegensetzen können, würde ich Sie bitten, sich nach einer anderen Strategie umzuschauen, wie Sie die Energiewende angreifen können. Diese hier ist gänzlich ungeeignet. Zum Antrag selber noch ein paar Worte. Sie tun insgesamt so, als richte sich die Energiewende gegen die Bürger. Fakt ist aber, dass fast jede zweite Kilowattstunde der Windenergie aus Windrädern stammt, die Bürgern gehören. Was im Übrigen so ganz nebenbei die Akzeptanz deutlich mehr stärkt als Bremsregeln für Windräder. Sie schreiben, dass für ein Gelingen der Energiewende nötig ist, einen breiten Konsens zu erzielen. Das ist richtig. Aber Ihre Art, mit der Sie Land auf, Land ab Stimmung gegen die Energiewende machen, ist dem eben nicht zuträglich. Und ein kleiner Tipp zum Schluss. Wenn Sie schon nicht konstruktiv an der Energiewende mitarbeiten wollen, stehen Sie wenigstens nicht im Weg. Denn was die Energiewende wirklich braucht, ist eine Politik, die dahinter steht und keine FDP, die bei jeder Gelegenheit dagegen schießt. Vielen Dank.